Real Arcade. Mortimer Beckett and the Secrets of Spooky Manor. Ja, willkommen bei diesem gruseligen Wimmelbild Let's Play. Ich hoffe zumindest, es wird ein bisschen gruselig. Es ist ja schön, dass die Augen sich mitbewegen. Roter Punkt und blaue Schrift. Läuft. Boah, ist das laut. Also nicht ganz so laut, bitte. Ich möchte wenigstens mein eigenes Gequatsche noch hören. Willkommen, Lea. Oh Gott! Die hat das hier mal gespielt auf dem Computer. Daher habe ich das noch auf Platte. Die ist seit anderthalb Jahren nicht hier gewesen. So lange liegt das auf Platte rum. Kitsunaki. So, dann lass es uns spielen, oder nicht? Bin ich ja mal gespannt. Ach ja, ich muss ja noch gucken, damit wir nicht wieder out of the Folgenlänge kommen. Kriegen wir schon hin. So, spielen. Okay. Sieht aus, als ob da jemand im Zug irgendwo hinfährt. Hallo, ich bin Mortimer Beckett. Ich will zum Haus meines Onkels. Vor 10 Tagen lag ein Paket vor meiner Haustür. Darin war ein Tagebuch mit lauter Versen und ein Brief. Das Paket kam von Jerome Beckett, meinem Großonkel. Er lebt auf einem alten Anwesen. Unser letztes Treffen ist 20 Jahre her. Ich weiß nur noch, dass er ständig von Unmengen Büchern und seltsamen Maschinen umgeben war. Er war ziemlich exzentrisch. Und jetzt das nach all den Jahren. Mein lieber Neffe, etwas Schreckliches ist passiert. Die Maschine ist fertig, aber sie haben den Starter gestohlen. Seine Teile sind überall im Haus versteckt. Hilf mir, die Teile zu finden und den Starter fertig zu machen. Wir müssen die Maschine sofort aktivieren. Bitte komm schnell her, dein Onkel Jerome Beckett. PS, ich vertraue dir mein Handbuch an. Darin findest du alles, was du wissen musst. Handbuch. Ich mache mir große Sorgen. Was ist bei meinem Onkel los? Um was für eine Maschine geht es? Und vor allem, wer sind Sie? Ich hatte das Haus erreicht. Ich klopfte an der Tür, keine Antwort. Durch ein offenes Fenster gelangte ich hinein. Ich liebe es, wenn Sequenzen animiert sind. So wie hier. Versteht er? Die 4 Objekte unten wurden zerbrochen und die Teile überall im Raum verteilt. Finde und sammle alle Teile. Ein Wimmelbild. Klick auf dieses Bruchstück der Maske, um es einzusammeln. Sachen. Ah, okay, so funktioniert das. Ja, jedes Wimmelbild hat ja so ein paar Eigenheiten. Gut, hol dir jetzt das letzte Teil. Aber das ist nicht im ganzen Spiel jetzt so. Das ist nur, ne? Ich will jetzt von alleine mal. Das erste Objekt ist jetzt komplett und wird jetzt im Inventar abgelegt. Sammle jetzt die restlichen 3 Objekte. Findest du einen Teil nicht? Klick auf den Button für Tipps. Sachen. Also ein Schmetterling, ein Bock und eine Flasche. Metalling, ja. Bock? Tatsächlich. Ah, Bock. Was ist das hier überhaupt für? Sieht aus wie eine Oper. Bockarsch. Weinflasche? Ja. Weinetikett? So, jetzt brauchen wir einen Flaschenhals. Tja, der Flaschenhals. Muss man einfach mal bei Putin gucken. Der hat ja auch einen Flaschenhals. Oh Gott. Es tut mir leid. Es ist peinlich, aber ich finde hier keinen Flaschenhals. Okay. Habe ich jetzt was gewonnen?
Gut gemacht. Du hast 3 Suchobjekte und ein Rätselobjekt gesammelt. Suchobjekte müssen an ihrem richtigen Platz gebracht werden. Klick jetzt auf die Tonmaske, um sie aus dem Inventar zu holen. Aha. An der Wand siehst du eine ähnliche Tonmaske und darunter eine freie Stelle. Schiebst du den Cursor über diese Stelle, zeigt er den Aktionsbereich an und du kannst dort ein fertiges Objekt aus dem Inventar platzieren. In der Statusleiste wird eine Beschreibung des Aktionsbereichs angezeigt. Das kann man auch leichter erklären. Platziere jetzt die Tonmaske, indem du auf den Aktionsbereich klickst. Ja. Gut, platziere jetzt den Schmetterling aus dem Inventar aus dem Bereich für die Schmetterlingssammlung. Ja, das ist einfach zu viel Tutorial. Ich meine, so doof bin ich nicht. Ich bin doch kein... Platziere jetzt die Schäfchenfigur aus dem Inventar in der Schäfchenfigur da drüben. Oh Gott, heute bin ich aber echt, ne? Alle Suchobjekte aus, im Inventar richtig platziert, ist nur noch ein Rätsel übrig. Mit Rätselobjekten löst du Aktionen aus, öffnest Wege zu neuen Etagen, öffnest Truhen, bekommst, weißt du, für die Weinflasche dienen könnte, falls nicht, klick auf das Handbuch und bekommst du einen Tipp. Also, weil bei der roten Nase, betrunkener Geist dann auch noch, würde ich ja sagen... Gut gemacht, du hast den Weg zur nächsten Etage geöffnet. Okay, sind ja ein paar Etagen. Du könntest zur nächsten Etage gehen, aber die ist jetzt noch nicht ganz erkundet. Geh zuerst in den anderen Kellerraum. Mit der Karte wechselst du zwischen den Räumen. Klicke jetzt auf die Karte. Jetzt klick jetzt auf dem Lageplan auf den Heizraum. Löse jetzt in diesem Raum genau wie den ersten. Bin ich heute irgendwie doof? Ich rede dauernd Scheiße. Sammle alle Teile der 4 Objekte, platziere alle Suchobjekte dort, wo sie hingehören und führe mit dem Rätselobjekt eine Aktion aus. Ja, das habe ich mir alles schon irgendwie gedacht. Und lass uns doch mal starten, ohne uns hier voll zu labern. Ich mag das nicht, zu viel Tutorial. Ja, das stößt ja so ein bisschen hervor, ne? Und so Sachen. Pinsel, ist das nicht? Habe ich doch gerade gedrückt. Doofe Sau. Ja, das fällt natürlich gar nicht auf, diese Kugel in diesem Ekelblau. Ist das für kleine Kinder, das Spiel? Das ist ja sowas von leicht. Ein Pinsel. Ein Schlüssel. Ein Nö, nicht? Okay. Dann brauche ich noch ein Henkelchen von dem Wasser oder sonst was, Gasventil. Ja, wo haben wir denn, wo haben wir denn? Ich denke mal, das packe ich da rein. Warum auch immer ich das machen muss. Das sieht mir wie eine Wahrsagerkugel aus. Und da kommt wohl das Ventil hin, der Heizungsventile. Das ist, das war so schwer und dann kriegen wir wahrscheinlich einen Schlüssel für die Truhe, ja? Also ich finde es schön, dass dieses Spiel so tiefgreifend ist, dass man das gar nicht vorausahnt, was da passieren könnte. Ich bin quasi dauerhaft überrascht. Ein Tipp hier zu benutzen wäre fast schon eine Beleidigung gegen einen so selbst. Prima, du hast alle Objekte dieser Etage richtig passiert und einen tschechischen Geheimcode enthüllt. Was für ein Geheimcode? Hinter? Ach, Ist da drin? In der Truhe findest du einen Teil des Geistermaschinenstarters. Natürlich. Das hätte ich jetzt auch erwartet. Okay, okay. Ach, das ist der Starter. Das sieht groß aus. Du hast das erste Teil des Geistermaschinenstarters. Sammle alle Teile, such die Geistermaschine im Haus, schalte sie mit dem Starter ein und jag dann die Geister aus dem Haus. Ich glaube, das ist echt ein Kinderspiel, ne? Level abgeschlossen. Klicke auf Schließen, um zur Karte zu gehen und eine andere Etage zu erkunden. Du hast das erste Level gelöscht. Klick jetzt auf das Bild des Erdgeschosses, um den Lageplan zu öffnen. Jetzt kannst du allein weitermachen. Danke, danke, danke. Viel Glück. Oh, jetzt sogar 3 Räume. Ich fühle mich ja glatt schon überfordert.
und brauche erstmal ein bisschen Nervennahrung. Ich habe seit einer halben Stunde nichts mehr genascht. Da waren 6 Scheiben Brot. Ach, schade, Bitterschokolade. Nichts geht drüber. Ist gesund, entgiftet den Körper. Das ziehen sich am rechten Geschmacksnerven. Ich gucke am Anfang nicht mal unbedingt, was es fehlt, sondern wo ich mir denke, da wurde nicht gut gefotoshoppt, da fällt mir das so auf. Bam, bam. Also die Musik, die gefällt mir so ein bisschen. Die hat so ein bisschen was Schauriges. Aber das hat das einzig Schaurige an diesem Spiel, die Musik. Weil wirklich ein gruseliges Gespenst kam uns hier noch nicht unter. Kommst du nicht weiter? Ja, nee, ich merke schon, ich komme gar nicht weiter. Geh mit Hilfe der Kamm-Karte in einen anderen Raum, auch wenn der aktuelle noch nicht gelöst ist. Du kannst dich jederzeit in diesen ein anderes Zimmer zurückkehren und weitermachen. Das ist schön. Will ich aber nicht. Sache. Mhm. Warum reparieren wir hier halt unserem Schlampenonkel die Butze und räumen hier auf? Ich glaube, es hackt, weil das so ein Lappen war und wir den nie wirklich gemocht haben in der Kindheit und seit Jahren nicht gesehen haben. Warum sollen wir denn jetzt so lieb sein zu ihm? Unglaublich. Und das, wobei ich eine Sehschwäche ohne Ende habe. Ich bräuchte eigentlich eine Brille, auch wenn ich im Moment halt keine Kohle für eine neue Brille habe. Wir haben hier so viel FPS, das gibt's gar nicht. Aber ich glaube, es wäre traurig, wenn es nicht so wäre. So, wo ist denn das Indianergesicht? Jetzt merke ich doch wieder meine schlechte Sicht. Das sieht so viel gefotoshoppt aus. Ist es wohl auch irgendwie, ne? Eine Kette. In die nächste Etage, oder wie? Ja, das ist ein Pinökel. Ein Indianergesicht. Und ein schwarzer König. Könnte das... Wie gesagt, wenn ihr jetzt denkt, oh Mann, bist du blind, du bist ja ein dummes Stück. Euch fallen Dinge auf, die mir jetzt vielleicht noch nicht auffallen. Lichtschalter. Und andersrum werden mir Dinge auffallen, wo ihr bisher noch gedacht habt, oh, das fiel mir jetzt gerade aber noch nicht auf. Und liegt einfach daran, weil jeder alles irgendwie wo wann anders sieht. Das da könnte doch... Aha. Kann ich es mal anmachen? Nee. Also wir reparieren hier dem Opa die Butze für nix. Ist das... Nein. Hat jede Etage eine eigene Musik? Ja, wenigstens eine Sache, wo sie sich richtig Mühe gegeben haben. Aber es ist schon schick, ja. Nicht sehr aufwendig, aber man kann damit leben. Dass ich den nicht schon früher gesehen habe, ist unglaublich. Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier alles gefunden. Dann gehen wir erstmal zurück in die Karte. 2 Sachen müssen wir noch machen. Wahrscheinlich irgendwas mit dem Kette kaputt schnibbeln. Dann gehen wir mal in die Lobby. Das, was ich eher Windfang oder Foyer nennen würde. Kissen, Schallplatte, Säge und Zylinder. Was wir natürlich auch ruckzuck wieder zusammensetzen können. Tut mir leid, dass ich so schnell bin. Ich habe das vorher nicht gespielt. Aber das ist so einfach teilweise. Wie gesagt, das muss eigentlich eher für Kinder gedacht sein. Hutloser Geist. Ja, der gebe ich deinen Zylinder gleich zurück, aber erstmal muss ich das finden. Mir fehlt noch ein Teil des Zylinders und von der Säge habe ich noch gar nichts gefunden. Wahrscheinlich habt ihr das schon alle und jetzt kommen wieder... Ne, bist du blind, Alter. Ein Kissen kann wohl dahin.
Eine Schallplatte dahin? Why? Ich verstehe es immer noch nicht, dass wir dem Alten hier die Bude aufräumen. Und die Geister scheinen doch nett zu sein. Die stehen nur rum und fragen sich, wo ihre Gegenstände sind. Warum sollen wir die denn verjagen? Oh, das Handy. Regt euch das auch so auf? Ist genau wie so wie in anderen Videos, die ich alle schon für vorher mal gemacht habe. Dauernd bimmelt da stehen. Schlimm, ne? Tut mir leid, ich bin gerade. Oh, damit können wir was machen. Ja, das war ein sehr schweres Rätsel. Ah. So, jetzt brauchen wir noch ein Knäufchen. Ah. Na Mensch. Und damit wissen wir ja auch schon, wie es weitergeht. Das war mir schon bewusst. Du musst mir nicht so viele Tipps geben. Ich bin kein Wandkind. Sag ich doch. Das ist, wie gesagt, zum Glück überhaupt nicht vorhersehbar. Feuer. Einmal Wasser. Ich sag ja nur. Das ist zum Glück nicht vorhersehbar. Oh, na, wen haben wir denn hier? Da wird ja Rainer Kalmund ja richtig schwach, wenn er die sieht, ne? Ja, das ist ein Schinken. Er hätte ein Jahr was von zu essen. Das Wasser läuft. Ich sehe doch schon wieder Dinge im Voraus hier. Boom. Das war ein bisschen fies. Das war Zufall. Hätte ich da in die Ecke nicht sowieso reingeklickt, hätte ich das so schnell nicht gesehen. Ja, die Rosen sind relativ leicht. Habt ihr das auch gehört? Hungriger Geist. Seit wann können Geister hungrig sein, frage ich mich. Was ist denn hier? Ich habe schon wieder gekleckert. Ja. Kreative Schaffens... Ah. Ich meine, es ist eine schöne Küche. Ich mag das ja, wenn es so ein bisschen altmodischer ist, ne? So von der Einrichtung her finde ich das schöner. Ah ne, das ist von der Kaffeemühle, der Knauf. Fehlt mir denn hier noch ein Stück Kuchen? Würde ich mal bei der Ollen im Bauch nachgucken. Da ist sicher mehr als nur ein Stückchen Kuchen. So eine doppelte frittierte Sahnecreme-Karamelltorte wahrscheinlich. So, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen auf dem Schlauch stehend. Leere Vase. Ja, damit die es gemütlicher hat beim Fressen. Ein Objekt, die, ja. Mann! Ach so, jetzt kann ich in die neue... Ah, eben, okay. So, jetzt werde ich der Ollen aber erstmal was zu fressen geben. Ah. Gut. Oder nicht gut. Es ist noch ein Teil, der fehlt. Oder wollen wir hier später einfach nochmal wiederkommen? Nee, brauchen wir nicht. So, dann machen wir doch mal voll. Was blubbert das denn so? Ja doch. Meine Güte. So viele Hinweise, als wäre ich echt so ein Fröbel. Der Feuerlöscher in dem Teil des Geistermaschinenstarters. Mann! Oh. Man merkt, dass die über 30 Grad sind. Ich habe mich vorhin mit Nivea überall eingecremt. Jetzt kleb ich. Und die Schokolade klebt. Weil wenn da noch einmal so eine Hilfe-Nachricht aufploppt, dann werde ich hier zum Aggressor. Oh, jetzt sind sogar vier Räume. Ich fühle mich ja fast überfordert. Eine Terrasse, mal ein bisschen nach draußen. Und wir haben eine neue Musik.
Wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal nur, was sieht hier absolut rein retuschiert aus. Und wie wir sehen, klappt das meistens. Was ist das denn? Ein Scheibenwischer? Ein Pharaonen-Kopfdeckel? Sowas habe ich auch auf der Terrasse. Direkt neben dem Panzer aus dem Ersten Weltkrieg. Also da bin ich gerade tatsächlich ein bisschen erschrocken. Wiederholtes falsches Klicken scheucht die Geister auf. Ah ja. Sie verschwinden irgendwann wieder, aber in der Zwischenzeit erschweren sie die Suche nach Teilen. Naja, erschweren? Ich habe mich halt gewundert, weil ich es nicht kannte. Gruselig finde ich den jetzt aber auch nicht im Nachhinein. Wenn sowas bei mir mitten in der Nacht durch die Bude poltern würde, dann würde ich wahrscheinlich einen Turnschuh werfen. Oder einfach mal sagen... Probleme? So, der Rest, was noch fehlt, das sind solche undefinierbaren Gezuppel. Glocken, die wir sowieso nicht finden können. Kriege ja gleich wieder den Rieu. Aber das Gras. Lieber Gras rauchen als Heu schnupfen. Oho, oho, oho. Ihr dürft mich schlagen. Gehen wir doch erstmal hierhin zurück und gucken uns was anderes an. Regenschirm, eine Eingangshalle. Hat man das nicht schon? Sowas ein Foyer? Braucht jetzt irgendwie jeder Stock eine eigene Eingangshalle? Sind wir dekadent? Also Schiff, Grille, Ding fürs Auge wahrscheinlich, um Edelsteine nachzuprüfen und ein Regenschirm. Ah. Also ich muss ja sagen, auf Dauer wird mich diese Musik aggressiv machen. Geschlossenes Fenster. Was ist das denn? Ah. Matruschkas hier oben. Puppen. Das sind Matruschkas und keine Puppen. Ja, das geht doch zügig hier. Sind wir gut oder sind wir gut? Ich habe ganz vergessen abzumoderieren. Aber Wimmelbild ist ja sowieso. Wollen wir 20 Minuten Folgen machen? Bis zur nächsten Folge. Das rocken wir doch in unter 10 Folgen durch, hoffe ich doch mal, ne? Bis gleich.